So, moin, meine lieben Bitcoin-Freunde. Heute ist Donnerstag, der 25. November, und ich habe heute wieder einen besonderen Gast hier, nämlich den Co-Founder Dennis Kuhray, den Co-Founder von Social Swap. Hallo, Dennis. Yes, Alexander, guten Morgen. Freut mich, hier zu sein, mal wieder. Zum zweiten Mal, glaube ich schon, Zum ne? zweiten Mal, genau. Das erste Mal haben wir es gemacht. Da war es noch in der Pre-Sale-Phase am 19. März. Und ja, ich erzähle euch mal ganz kurz, warum eigentlich dieses Interview, ich mir gedacht habe, wir könnten mal wieder was Neues machen. Und zwar, die DEX wird jetzt ja, oder die dezentrale Exchange von Social Swap wird am 28.11., wenn man es jetzt mal genau nimmt, 8 Monate alt. Und wir wollen mal ein bisschen hören von Dennis, was denn so passiert ist. Und ich habe mir heute Morgen noch mal kurz meine Zahlen notiert. Also vielleicht mal nur so mal ganz kurz. Ich habe selber 9.200 Dollar investiert. Habe mittlerweile 8.000 Dollar ausgecashed. Auch ich war nicht immer Hodler. Ich habe auch mal ein bisschen ausgecashed und habe Stand heute SST, ein bisschen USDT, Tether und TRX insgesamt 32.000 Dollar bei euch liegen, bei Social Nice. Swap. Das ist ja schon nicht wenig nach heutigem Kurs. Und ja, da habe ich mir gedacht, frage ich Dennis doch mal, wie geht es denn eigentlich weiter? Was passiert denn mit meinem Geld so in der Zukunft? Was habt ihr vor? Das ist eine gute Frage, denn diese Frage stellen die Leute oft: Was macht ihr mit unserem Geld? Wir machen ja gar nichts mit dem Geld. Das Geld liegt ja, wir können ja keine Gelder von irgendwelchen Leuten hier verwalten oder sonstiges, denn da haben wir gar keinen Zugriff drauf. Es ist eine dezentrale Exchange. Das Geld, deine Coins liegen in dem Smart Contract und du bekommst quasi als Liquidity Provider hier die SST Rewards. Das läuft ja seit gut 8 Monaten jetzt relativ rund. Wir haben, wie du gerade gesagt hast, 3 Staking Pools zurzeit und es stehen natürlich viele weitere Neuerungen an, die jetzt ja in Kürze dann launchen werden. Also da können wir ja ein bisschen drüber sprechen. Aber ich sag Genau. mal, wir haben natürlich in den letzten 8 Monaten auch ja, spannende Phasen gehabt. Am Anfang ist der Preis ja relativ schnell nach oben geschossen. Dann ging es eine Zeit lang runter. Wir hatten vor einem Monat circa das Low erreicht bei 3 Cent, wo wir dann vielen Leuten nochmal gesagt haben, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, nochmal reinzukommen. Jetzt sind wir kurz auf 9 Cent gehüpft, also mal eben fast verdreifacht. Stehen wir irgendwas bei knapp über 8 Cent. Also es ist eine sehr, sehr, sehr wilde Fahrt auch gewesen. Ja. Aber man sieht ja auch an deinem Beispiel, ja, du hast schon Geld rausgeholt, du hast ja richtig ja, ein schönes Einkommen jetzt natürlich dadurch auf der einen Seite, plus natürlich schon ein bisschen was vermehrt. Also das ist auch etwas, was das Projekt ausmacht. Auch wenn Leute zum Beispiel bei einem höheren Preis einkaufen, dadurch, dass wir so hohe Farming-Erträge haben, sind sie auch, ja, wenn der Kurs jetzt nicht steigt oder sogar fällt, kommen sie relativ schnell ins Plus damit. Und wenn man das noch ein bisschen weiterempfiehlt, ja, dann geht das natürlich noch schneller. Also es ist sehr, sehr interessant und wir wachsen auf jeden Fall. Ja, also ich habe es, wie gesagt, diese 32.000 Dollar. Ich habe heute Morgen mal den Farming Speed genommen und den aktuellen Kurs. Witzigerweise, gestern war ja dieser Drop mit 1,5 Millionen. Ich habe heute Morgen den 40. Call nochmal für euch angesehen. Da saß ich gerade bei diesem Geschäftspartner in der Nähe von Krefeld und haben da kurz reingeguckt. Ich sage, oh, was ist denn da passiert? Der Kurs ist um 1 Cent abgestürzt. Heute Morgen war er wieder bei 8,5 Cent. Und wenn der Kurs so bleibt, also von mir aus kann er eigentlich so bleiben, dann würde Absolut. ich jeden Monat ein passives Einkommen haben von 2.840 Dollar. Ja. Nehme ich mal gerne mit. So, Absolut. ne? Und da ist eben die Frage so, ne? Ihr habt gesagt, was war in den letzten 8 Monaten eigentlich los? Also ich bin ja in mehreren Geschichten involviert. Dadurch bekomme ich verfolge auch nicht jede Woche den Call, weil die Zeit habe ich dann auch nicht. Muss man ja nicht, ne? Muss man ja auch Ja. nicht. Und in den Gruppen, wie gesagt, da sind viele Neulinge drin in der Telegram-Gruppe. Aber so, was, erzähl mal ganz kurz, Abriss nochmal so, was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert? Also da ist ja einiges passiert bei Social Swap. So, jetzt ist Dennis wieder abgestürzt. Ich hoffe, jetzt kommt er gleich wieder. Ich halte mal kurz an. So, Dennis ist wieder da. Ja, Dennis hat irgendwie ein paar Probleme mit dem Internet auf Mallorca. Ich glaube, ihr sauft da gerade ziemlich ab, hatten wir gerade Viel Wasser. gesprochen. Ja, genau. Ja, also Wasser. Ja, wieder ganz kurz nochmal die Frage, was ist in den letzten 8 Monaten eigentlich passiert? Also, wie hat sich Social Swap entwickelt? Also ich kann jetzt von meiner Seite sagen, dass wir hier absolut zufrieden sind mit der Entwicklung. Es gab natürlich immer wieder ein paar kleinere Sachen, die uns ein bisschen aufgehalten haben. Du hast ja eben gesagt, du verfolgst das jetzt nicht immer jede Woche. Das muss man ja auch nicht. Wir haben ja zum Beispiel diese Infinity Pools. Das heißt, wenn man einmal seine Liquidität reinlegt,
die laufen nicht mehr aus, die Pools, die laufen einfach auf unbestimmte Zeit. Das heißt, man muss auch nicht immer wieder rein und was claimen und sonstiges machen. Ja, das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Und wir haben einfach viele weitere Sachen, die wir auch launchen. Eigentlich wollten wir schon was Neues launchen, ein Auto-Compound-Pool. Das hat jetzt noch nicht geklappt, ja, weil das halt auch hier wieder an der Programmierung ein bisschen hängt. Das ist nämlich etwas, ja, wo man wirklich nur dann an den Start gehen kann, wenn es absolut 100% perfekt ist. Denn es ist ein Smart Contract, der auf der Blockchain liegt und dann unveränderbar da rumliegt. Und da können wir uns keine Fehler natürlich erlauben. Und wie es so oft ist in der Programmierung, gerade was die Blockchain-Programmierung angeht, ja, das zieht sich dann doch noch mal länger hin, als man das erwartet. Wobei wir da schon einen recht großen Spielraum hatten. Aber man steckt halt nicht drin. Ja, und das sind halt immer wieder mal so kleine Sachen, die mich persönlich auch ein bisschen nerven manchmal, dass man einfach ja nicht so schnell vorankommt, wie man das gerne hätte, weil es einfach dann immer wieder mal einen kleinen Fehler gibt bei der Programmierung. Aber da muss man halt durch. Bis jetzt haben wir ja die Sachen, wenn sie gelauncht sind, so gelauncht, dass es auch dann fehlerfrei läuft. Und das ist natürlich wichtig, ja, dass wir hier ein funktionierendes Projekt haben. Und es funktioniert. Die Leute können rein, die können jederzeit raus. Die haben immer die volle Kontrolle über ihre Coins. Und das ist einfach wichtig hier, ne? Und auch was die Liquidität angeht, also wir haben jetzt im Moment ein Total Locked Value von 21,5 Millionen Dollar. Also ich sag mal, das ist nicht schlecht. Und das auch bei einem Tron-Kurs, der gar nicht so hoch ist. Also Tron hat sich, wir sind ja auf der Tron-Blockchain, Tron hat alleine in den letzten 10 Tagen 20%, 25% verloren, wie viele andere Coins auch. Der November, auf den viele gehofft haben, dass er nach oben geht, historisch gesehen war der November ja immer sehr, sehr spannend und sehr positiv, hat sich diesmal nicht bewahrheitet. Also der Markt ist doch ein bisschen anders. Und ich glaube aber, dass wir dennoch ein sehr, sehr bullische Perspektive haben sollten, einfach was die nächsten Monate angeht. Denn die Welt ist ziemlich verrückt, was gerade passiert. Da muss man sich nur mal umgucken, wie viel Geld gerade im Umlauf ist, wie viel Geld gedruckt wird. Guckt euch mal die türkische Lira an. Ja, die türkische Lira schmiert gerade ab. In der Türkei gehen sehr, sehr viele Leute in Krypto rein. Und das wird viele andere Länder auch früher oder später treffen. Ja, habe ich heute Morgen gerade in den Nachrichten gesehen, genau. Eine andere Frage. Also wie gesagt, es waren eine spannende 8 Monate und es wird sicherlich noch spannend werden und bleiben. Also der gesamte Markt bleibt ja spannend. Ich habe immer mal wieder so, und auch das war auch so ein bisschen so mein Gefühl und auch von anderen, die mir das erzählt haben, diese ganzen Incentives, die ihr macht. Ich glaube, jetzt kamt ihr gerade das zweite Mal aus Dubai zurück. Da war Wien, da war, ich weiß nicht, was da noch irgendwie war. Und die Leute haben gesagt, ey, warum machen diese Marketing, diese Events, diese Incentives mit High- und Hubschrauberfliegen und alles drum und dran, steckt das Geld doch lieber ins Marketing oder wie auch immer rein. Ich habe, muss ich dazu sagen, auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich sage, hey, ist das nicht ein bisschen viel da rumreisen und ein bisschen viel Party machen? Warum treibt ihr das Projekt nicht einfach anders voran? Da mal die Frage an dich, warum sind für euch diese Incentives so wichtig? Also für die Incentives sind für mich persönlich einfach mega wichtig, weil man dort die Community mal ganz anders kennenlernt. Das ist auch für Alois so. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre und haben uns auch auf vielen Events in den USA gesehen. Und man merkt einfach, wenn man diesen persönlichen Kontakt hat, dass man eine andere Beziehung zu Menschen aufbauen kann. Und wenn man das noch mit Erlebnissen verbinden kann, dann entsteht einfach was Unvergessliches, so ein Community-Zusammenhalt, der sonst einfach nicht entsteht. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Events machen, warum wir wirklich auch da unvergessliche Events machen. Du hast gerade erwähnt, die Jungs waren um Electric Love, sind Hubschrauber geflogen, wir waren in Dubai, sind im Top-Hotel gewesen, auf einer Yacht und machen einfach besondere Dinge, um halt besondere Erinnerungen mit den Menschen gemeinsam zu schaffen, die man nicht mehr so schnell vergisst. Und wir haben es jetzt gerade wieder mal in Dubai erlebt, was Leute da für Durchbrüche hatten, einfach was das Mindset angeht und auch den Zusammenhalt angeht. Und die Leute lieben es, auf diese Events zu kommen. Du warst ja leider noch auf keinem Event dabei. Ja, zweimal Dubai. Ich meine, ich habe dafür den schicken Pulli hier. Ne? Beides Mal konnte ich nicht größere Familien feiern und ich glaube, beim ersten Mal war Urlaub irgendwie dazwischen keine Chance. Ich glaube, meine Frau hätte mich gekillt, wenn ich aus dem Urlaub war. Manchmal klappt es halt nicht, ne? Aber wie gesagt, nächstes Jahr ist es,
Also es hängt natürlich immer von den Terminen ab, ne? Aber wie gesagt, ja, ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden 2022 im November, Anfang November, wieder ein Event in Dubai planen, ein bisschen größer und auch die Möglichkeit haben, dass Leute, also bisher war es so, die Leute mussten sich immer qualifizieren, um mit dabei zu sein. Also es waren wirklich die Top-Leute, die da sind. Und in Zukunft werden wir es so machen, dass Leute auch ein reines Event-Ticket kaufen können. Also sie können das in das Seminar kommen, können ihr Hotel ganz woanders buchen, können die Reise selbst komplett organisieren und sind nicht so quasi hier in diesem Incentive-System so drin, dass sie halt im gleichen Hotel sind, dass wir das Zimmer bezahlt haben und so weiter, sondern man kann quasi eine private Reise planen und geht dann in ein anderes Hotel, bucht die Flüge, wie man lustig ist. Und da wollen wir natürlich auch gerade, was das Internationale angeht, jetzt noch mehr Leute haben. Denn jetzt geht es auch international so langsam los. Jetzt haben wir 8 Monate im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Und jetzt in der Türkei geht es los, in Malaysia geht es los. Und wir haben auch viel Marketing gemacht im englischsprachigen Bereich. Also ich denke, dass im nächsten Event da um einiges mehr Leute sein werden aus dem internationalen Bereich. Da kommen wir zum nächsten Punkt, den ich mir auf der Liste habe, Stichwort Marketing. Also man hört ja immer nur, da werden Gespräche geführt mit Influencern. In Dubai waren, glaube ich, irgendwie 2 Größere aus der Türkei dabei. Also was passiert da marketingtechnisch bei euch? Also wir versuchen außer, natürlich immer wieder, die jetzt schon betreibt. Ja, wir versuchen natürlich immer wieder weitere Möglichkeiten zu finden, einfach die Awareness zu erhöhen, neue Investoren zu gewinnen und haben da jetzt in den letzten Wochen einfach viel im Influencer-Marketing-Bereich gemacht, also viel auf Instagram, YouTube und Co. Und haben einfach da versucht, ja eine Strategie zu finden, dass wir möglichst viele Leute erreichen, viele neue Holder gewinnen, viele neue Staker gewinnen, einfach das Projekt weiter voranzutreiben. Und das lief am Anfang auch wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben da viele neue Leute gewinnen können durch, aber man merkt einfach wieder mal, dass diese persönliche Empfehlung, ja, wenn du jetzt mit Leuten sprichst und die Leader, die im Projekt drin sind, das weiterempfehlen, eine ganz andere Qualität an Leuten aufgebaut wird. Gerade im Influencer-Bereich haben wir jetzt sehr viel mit Airdrops gearbeitet. Also wir haben quasi den Influencern gesagt, okay, ihr könnt ja im Gewinnspiel teilnehmen, könnt dann ein paar Coins gewinnen. Und das hat auch gut funktioniert. Viele Leute haben diese Coins gewonnen, haben die dann gestaked oder auch teilweise verkauft. Aber jetzt in den letzten 1-2 Wochen haben wir gemerkt, dass ja da bestimmte Gruppen aufmerksam werden, denen es nur darum geht, diese Coins in großer Masse abzugreifen und abzuverkaufen. Also diese Airdrops werden dann einfach relativ schnell einfach ausgenutzt von bestimmten Leuten. Und da kann man dann quasi nicht mehr unterscheiden. Sind das jetzt Leute, die wirklich es ernst meinen, die Interesse daran haben oder wollen die einfach nur die Coins abverkaufen und sich ein bisschen was einstecken? Und das schien jetzt in den letzten Wochen so, dass das verstärkt auftritt. Also diese Strategie, ich würde mal sagen, ist sehr, sehr schwierig und wir werden uns mehr fokussieren wirklich auf das persönliche Marketing aus der Community heraus. Du weißt ja selber, wie stark Empfehlungsmarketing ist. Das hat ein ganz anderes Gewicht, als wenn jetzt irgendein Influencer was sagt, hey, du kannst hier ein paar Coins gewinnen, ist nett, ja, für die Awareness, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Fan von Social Swap, keiner, der sagt, wow, geiles Projekt, hier möchte ich jetzt langfristig was dabei sein, dem fehlt einfach dieser Zugangspunkt. Ja, ja, der macht ein bisschen Cash, aber hat keinen Zugangspunkt, der glaubt nicht an die ganze Geschichte etc. Genau. Eine andere Frage, weil ich hatte, die kam nämlich auch, weil ich jetzt neulich mit einem Freund und auch der bei Social Swap drin ist, investiert ist, er fragte mich, Alex, glaubst du eigentlich daran, dass euer selbstgestecktes Ziel, dass der Kurs des SST-Token in einem Jahr bei $2,50 steht? Oder habt ihr das so ein bisschen aufgeweicht und sagt, naja, also das Ziel ist schon da. Ich meine, das Ziel haben wir auch auf $5 oder $10. Aber steht diese Roadmap bei euch noch? Oder? Also Ecke war immer da stark darauf fokussiert, dass man einfach so eine Zielvorgabe hat, wo wir hin können. Es ist auf jeden Fall sportlich. Ja, man vertut sich da, dass man so ein Ziel schnell erreichen kann, denn wir sind kein Pump-and-Dump-Token. Ja, wir haben hier ein reales Projekt mit realen Nutzern. Und wenn man mal anguckt, wie groß unsere Liquidität ist, da braucht man viele, viele Millionen Dollar hier im Projekt, die dazukommen, damit der Preis auf diese Region steigt. Und natürlich, da wir auf der Tron-Blockchain sind, muss auch der Tron mitspielen, der TRX. Ja, wenn der TRX immer weiter runtergeht, wie er es aktuell jetzt macht, ist natürlich schwierig. Wir haben den Markt outperformt die letzten Wochen, keine Frage, weil das Momentum hoch ist aktuell. Aber da sind einfach viele Faktoren, die dazu einfach einen großen Einfluss haben, um dieses Ziel zu erreichen. Ist es erreichbar? Absolut. Ja, man weiß nie, was in Krypto passieren kann. Es kann so mit dem Fingerschnipp passieren. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde es besser, wenn der Token
nur leicht vorangeht. Also er muss gar nicht schnell steigen oder auch wenn er gleich bleibt aufgrund des Farming Speeds, ist das ja eigentlich der Use Case, dieses passive Einkommen. Der Token muss nicht mal steigen, damit die Leute hier Gewinne fahren und mit einem Lächeln nach Hause gehen, sage ich mal. Aber man sieht es. Das Best-Case-Szenario ist, dass wir halt leichte Schwankungen haben, dass wir so eine Baseline haben. Wir gehen ein bisschen hoch, gehen ein bisschen runter, gehen ein bisschen hoch, aber Tendenz weiter nach oben. Und dann dauert es vielleicht 1, 2, 3, 4 Jahre. Das spielt für mich jetzt persönlich keine Rolle, um halt solche Preisziele zu erreichen. Aber es kann auch in wenigen Monaten passieren. Guck dir mal diese Meme-Coins an, Shiba Inu und Doge, die Multimilliarden wert sind, das am Market Cap. Und da steckt eigentlich nichts dahinter. Also manchmal ist es irgendwie nur ein Auslöser und es kommt einfach sehr, sehr viel Geld hier rein. Und ich glaube, dass wir einfach ein gutes Projekt sind mit einem Coin, der Sinn macht, den Leuten einen Use Case bietet. Und vor allem, wenn jetzt diese Cross-Chain-Geschichten kommen, dass man zum Beispiel von Tron in Ethereum oder in Binance auf eine dezentrale Art und Weise swappen kann, dann werden die Gelder aus diesen anderen Projekten, muss man natürlich fairerweise sagen, Binance und Ethereum Netz, die Community ist viel, viel größer. Da liegt viel mehr Geld drin, da wird viel mehr gedreht. Wenn das Geld einfach so hin und her fließen kann, ja, auf einfache Art und Weise, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man so ein Schwall an Geld einfach in solche Projekte wie SocialSwap reinfließt. Ja, aber wie gesagt, ich setze da jetzt nicht unbedingt drauf. Ich wünsche mir einfach, dass das Projekt weiter einfach wächst und gerade jetzt mit dem internationalen Wachstum, was wir sehen, ja, wird das relativ sicher klappen. Ja, also ich muss es ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Mir ist es eigentlich letztendlich auch wurscht. Also wenn der Kurs sich jetzt immer so um diesen Dreh bewegt und langsam langfristig steigt, ist es okay. Ich bin da durch SocialSwap, habe ich ja auch gedacht, ich teste andere Geschichten aus. Also ich bin einerseits auf Binance, also Pancake habe ich noch laufen. Ich bin auf der Polygon-Chain gewesen, Avalanche-Chain, habe da in Projekte investiert, weil ich natürlich auch angefixt war, wenn da steht irgendwie 600% APR im Jahr. Nur um dann leider feststellen zu müssen, dass nach dem Launch die Tokenpreise so dermaßen in den Keller gerauscht sind, dass ich echt Glück gehabt habe, dass ich meistens noch entweder nur mit einem kleinen Minus oder mit einem minimalen Plus rausgegangen bin. Und das war dann manchmal schon wirklich aufregend. Und also das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe natürlich auch, bin viel über DebRadar gesurft und habe geguckt, was gibt es denn sonst noch auf Tron für Projekte, also JustSwap und so weiter. Also ich habe TRX investiert in Golden X, Golden Rules, hörte sich auch cool an, komplette Katastrophe, der Kurs stürzt nur noch ab, du kriegst nichts mehr raus. Ich habe mir, glaube ich, so viel angesehen, alleine auf der Tron-Blockchain, was es da für Projekte gibt. Und ich behaupte einfach mal, 90% ist Schrott. Ja, es ist leider so. Das war auch einer der größten Driver für uns, weil wir waren, bevor wir SocialSwap gegründet haben, natürlich auch in unzähligen Projekten auf verschiedenen Chains dabei. Und genau diese Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, haben wir gemacht. Du musst halt einen guten Zeitpunkt erwischen. Vorne dabei sein, die Dinger pumpen, und dann stürzen sie wieder ab. Also es war sehr, sehr oft so, die APY ist hoch, super attraktiv. Denkst, okay, ich gehe jetzt rein. Ich bin in ein Projekt rein, da war der Token bei $4 und die APY war bei, 2000%, irgendwas komplett Verrücktes. Ich dachte, wow, hier kannst du ein bisschen reinlegen und dann fließt dir der Geldregen. Ja? Und das Ding ist hoch auf $400 und dann auf 10 Cent oder weniger als 1 Cent abgestürzt. Ja. Und es geht so schnell und das ist etwas, was uns einfach genervt hat, ja, dass wir einfach diese Volatilität, die eigentlich ja gut ist für Krypto, wenn es um Spekulationen geht, aber in einem Projekt, wie wir es haben, ist eigentlich die Beständigkeit das Interessante, dass wir hier eine starke Community haben und wir haben viele Liquidität drin, das darf man nicht unterschätzen, ja, also alleine im Tron-Paar sind es fast $5 Millionen an Liquidität, was natürlich schon, ja, ich sag mal, eine ganze Stange an Geld ist. Also hier kann man auch abverkaufen, ja, ohne dass man jetzt da direkten Pump oder Dump sieht von dem Preis. Ja, also wie gesagt, das ist auch der Grund. Ich habe vor 2 Wochen, also kurz bevor den Auto-Compound-Pool erstmalig launchen wollte, habe ich gedacht, ey, jetzt kaufst du nochmal nach, weil die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe, mit Polygon und wie sie alle hießen, das war im Vergleich zu euch, und da muss ich ja echt eine Lanze für euch brechen, der SocialSwap-Token oder das Projekt ist ja stabil geblieben. Klar ist das Ding mal runter auf 3,5 Cent gerauscht, da habe ich schon gedacht, na, wird es langsam kritisch. Dann ist das schnell wieder hochgegangen, jetzt pendelt er sich irgendwo bei 7, 8, 9 Cent ein. Das Ding ist stabil. Alle anderen Projekte sind sowas von in den Keller gerauscht, raus, Kohle
aufpassen, dass du die Kohle nicht verlierst. Und Social Swap ist so das Projekt, was ich jetzt beobachtet habe die letzten Wochen, was echt sehr stabil ist. Klar, das ist ja auch der Anspruch, den wir haben. Deswegen habe ich jetzt vor 2 Wochen auch noch, ich denke, jetzt kaufst du noch mal nach für den Auto-Compound-Pool, weil ich gesagt habe, das ist doch gar nicht so unrichtig oder, ne, also eigentlich ganz richtig, was ihr da macht. Und deswegen habe ich auch noch mal nachgekauft und warte jetzt eigentlich ja drauf, dass der Auto-Compound-Pool launcht. Wenn er kommt, wird sich noch mal einiges ändern, aber diese Beständigkeit kommt natürlich auch durch die Community. Es ist ein Community-Projekt. Wir können da jetzt nicht groß den Preis irgendwie beeinflussen, weil es die Community hat hier im Endeffekt die Entscheidungskraft, wie viel wird gekauft und wie viel wird verkauft, wie viel hodeln die, wie viel ist im Staking drin und so weiter. Und das ist ja auch einer der Gründe, wie ich es eben gesagt habe, diese Events, das schmeißt zusammen. Wir wollen eine starke Community haben, die langfristig mit uns, die an eine Vision glauben, langfristig stabil passiv Einkommen verdienen wollen. Weil, Alex, du weißt es, ja, wir beide haben in vielen, vielen Projekten in der Vergangenheit mitgemacht, irgendwas getan. Und die Sachen kommen und gehen so schnell. Es nervt teilweise auch immer wieder was Neues zu starten. Und dann ist es wieder weg und so weiter. Und wir wollen einfach hier langfristig mit den Leuten eine stabile Geschichte aufbauen. Und das merkt man dann, ja, wenn die Community eng zusammenhält, was das auch bedeuten kann. Würde keiner hier aus der Community die SST verkaufen, zum Beispiel mal für 3-4 Wochen, keinen einzigen Coin verkaufen, der Preis würde relativ schnell weiter ansteigen. Aber wir sehen, die Leute nehmen jeden Tag massiv auch Gewinne mit. Zu Recht, ja, jeder soll das natürlich machen, was er will. Jeder ist frei. Aber die Community entscheidet hier über den Preis letztendlich. Und das Vertrauen ist natürlich dann größer, wenn die Community sich kennt untereinander, wenn die Leader sich kennen. Und diese Events, die wir machen, die sollen das natürlich weiter fördern. Und deswegen planen wir auch, wie gesagt, jetzt schon für das nächste Dubai-Event, um das auch größer zu machen, um dort einfach viele Leute zusammenzubringen. Genau. Also ich habe hier als nächsten Punkt auf meiner Liste noch stehen. Was ist das Besondere an Social Swap? Nur bevor du noch was dazu sagst, ich habe mir die Antwort ja eigentlich selber schon gerade gegeben in meiner vorherigen Ausführung. Für mich ist das Besondere bei Social Swap aktuell, das Ding ist einfach stabil. Also abgesehen davon, dass es funktioniert, es ist stabil und hat nicht diese Kursschwankungen und ich verliere mein Geld. Das ist für mich gerade das Besondere. Gibt es noch, also und dann noch eine Frage, die mir da vorhin eingefallen ist. Wird es eigentlich bei Social Swap irgendwas zukünftig geben mit Lending und also mit Verleihen, Kredite aufnehmen etc.? Also es steht auf der Roadmap drauf. Es steht drauf auf der Roadmap. Wir sind da auch schon in Verhandlungen mit dem einen oder anderen Partner und da irgendwie was in die Wege zu leiten. Aber das ist jetzt nichts etwas, was relativ zeitnah irgendwie kommt. Vielleicht gegen Ende des nächsten Jahres mal ein bisschen was, gerade was das Thema dezentrales Lending angeht. Weil das ist schon ein super interessanter Bereich. Aber wir müssen jetzt erstmal den Auto-Compound-Pool launchen. Lucky Hash kommt und noch so ein paar andere Sachen. Der DEX-Aggregator, der dann kommt, das wird ja auch noch einiges mal verändern dann. Und dann können wir das Thema Lending angehen. Also ich finde es mega, mega spannend, ja, und ich glaube schon, dass wir da dann früher oder später in dem Bereich noch was machen, aber im Moment ist es noch relativ weit weg. Ja, gut, langsam, ne? Eins nach dem anderen. So, jetzt kommen wir auf das, du hattest vorhin schon angesprochen, Auto-Compound-Pool. So, da ist ja jetzt schon ein bisschen was erzählt worden, auch in den Calls. Was ist das Besondere an diesem Auto-Compound-Pool jetzt, sage ich mal, im Vergleich zum Solo-Pool, der ja so seit Monaten läuft? Also beide Pools werden ihre Berechtigung haben. Der Solo-Pool, da ist es ja so, du kannst reingehen, du kannst jederzeit deine Rewards, also die gefarmten SST, rausclaimen, deine täglichen Rewards, einmal am Tag, 10-mal am Tag, wie oft du willst, kannst die Affiliate-Provisionen rausziehen und so weiter und so fort. Also es ist ein komplett freier Pool. Aber wenn du dann jetzt ein neues Stake machst im Solo-Pool, hast du mehrere Stakes untereinander. Das heißt, jedes Stake läuft quasi für sich. Und wenn man dann viele Stakes untereinander hat und man drückt auf den Claim-Button für alles, dann zahlt man auch sehr, sehr viele Gebühren, was natürlich auch nicht optimal ist. Ja. Aber das haben wir natürlich jetzt im Auto-Compound-Pool dann nicht mehr. Das ist ein Pool, der sich mehrmals am Tag automatisch compoundet. Wir haben dann einen kleinen Button dann auf der Webseite, da drückt jemand drauf, Compound bekommt eine kleine Belohnung dafür, dass er auf diesen Button klickt. Und dann wird alles komplett compounded in einem Stake. Das heißt, man hat nicht verschiedene Stakes, sondern es bleibt immer ein Stake. Der Unterschied ist der, natürlich, du hast eine viel höhere APY dann, weil es sich einfach viel öfters kumuliert. Das ist mega, mega interessant.
Aber du kannst jetzt nicht hier deine Rewards claimen, weil es halt als Gesamt immer auto-compound wird. Das heißt, du kannst jetzt dann nicht sagen, ich claim jetzt meine 1000 SST, die ich am Tag verdiene, claim ich raus, sondern du kannst natürlich jederzeit deine Coins unstaken, ja, also, aber auch nur komplett. Du kannst jetzt nicht sagen, ich unstake nur einen Teil. Das hat was mit den Provisionen zu tun. Du kannst jederzeit rein und raus, aber es auto-compoundet sich mehrfach am Tag. Und das, was jetzt besonders macht, ist die Affiliate-Struktur. Denn auch im Auto-Compound bekommst du 10% Affiliate-Gebühren auf das, was dein Partner verdient. Verdient dein Partner 100 SST am Tag, verdienst du 10 SST am Tag. Und diese Provision, die wird jedes Mal neu berechnet, wenn der Auto-Compound ausgelöst wird. 10-mal am Tag, 100-mal am Tag. Keine Ahnung. Das heißt, du kannst immer wieder sehen, wie deine Pending Affiliate Claims höher werden, ja, was extrem spannend wird. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute werden dann in diesem Auto-Compound-Pool auch natürlich neue Partner reinbringen, was natürlich auch sich auf den Preis positiv auswirkt, plus auf die Affiliate-Provision positiv auswirkt. Also ich glaube, das kann eine sehr, sehr schöne Dynamik herbeiführen hier für Social Swap, gerade auch was das Verdienstmodell angeht. Ich habe das neulich, weil ich mich auch gefragt habe, naja, warum muss ich mich denn jeden Tag, also ihr verpflichtet ja quasi, verpflichten ist gut, also ein blödes Wort, aber ich muss ja quasi jeden Tag auf die Seite Social Swap gehen und den Knopf drücken. Nee. So. Und Auto-Compound drücken, oder nicht? Nee, dass irgendeiner aus der Community drückt diesen Knopf. Ja, das nicht geht jetzt du. Nicht um die Provision, also es geht jetzt um mein eigenes Investment. Auch nicht, musst du nicht machen. Dieser Button, der da ist, der wird von irgendeinem global für alle gedrückt. Das heißt, du musst da nicht drauf gehen. Du kannst in den Auto-Compound-Pool rein und dann kannst du ein Jahr zum Beispiel dir die Seite nicht angucken und wenn dann 20 Mal am Tag von irgendeinem aus der Community dieser Button gedrückt wird, compoundet das 20 Mal am Tag für alle. Das heißt, nur eine einzige Person drückt diesen Button, von mir aus auch 10 verschiedene Personen zu 10 verschiedenen Zeitpunkten, aber du musst nicht mehr auf die Seite gehen und das ist ja das Interessante, es ist wirklich set and forget. Du gehst rein, compound, 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 bekommst deine Affiliate-Provision, gehst einmal die Woche rein, claimst von mir aus deine Affiliate-Provision und kannst die auch wieder direkt dann reinlegen. Das heißt, da sitzt Lieschen Müller in Australien, in Melbourne, die keine Sau kennt, genau. Und die drückt einmal am Tag auf den Knopf und wir alle profitieren davon. Genau, absolut, so ist es. Das ist cool, das habe ich noch nicht verstanden, weil, ne, also... Sonst wäre es ja nicht so cool, wenn du jetzt selber einmal am Tag der Auto compounden müsstest. Es ist eine kleine Gebühr, das heißt 0,05% bekommt sie dann für das Klicken auf das Button. Kann sein, dass es 10 Cent sind, dass es 10 Dollar sind, 1 Dollar sind, dafür, dass jemand da drauf drückt. Und jedes Mal, wenn da ein kleiner Betrag steht, drückt irgendwer aus der Community da drauf. Wie oft am Tag da drauf geklickt wird, das können wir nur schätzen, ob das 10-mal am Tag ist oder 100-mal am Tag. Keine Ahnung, das werden wir sehen. Nicht. Klar. Nee, aber du musst nichts dafür machen. Und das ist wirklich ein Set-and-Forget-System, wo du deine Coins reinlegst und einfach auto-compounden kannst. Und das ist natürlich super interessant für die APY. Und von mir aus gehst du einmal die Woche rein, einmal im Monat rein, claimst deine Affiliate-Gebühren, tauschst sie von mir aus in den anderen Coin oder legst deine Affiliate-Gebühren auch nochmal mit rein. Also sehr, sehr spannend. Ja, das ist natürlich klasse, ne? Weil ich habe gedacht, ich bin ja eh einmal am Tag drauf und weiß ja, wie das ist. Man guckt, wie der Kurs ist und so weiter. Also das heißt, ich hätte sowieso einmal am Tag da drauf geklickt, aber wenn ich das noch nicht mal brauche, sondern wenn das, weiß ich was ich wäre, jemand macht und ich profitiere davon, umso besser. Super. Das ist natürlich echt ein Highlight, weil das hat ja tatsächlich niemand. Nee. Das ist vor allem mit diesen Affiliate-Provisionen, die rauskommen, das ist das erste Mal. Deswegen hat es sich auch verzögert, weil die Berechnung der Affiliate-Provisionen da ein bisschen komplizierter natürlich ist, weil bei jedem Klick des Buttons wird für alle die Affiliate-Provision neu berechnet und dann dargestellt auf der jeweiligen Seite für dich. Ne? Ja, also die Provision bekomme ich aber nur für meine eigenen Partner, ne? Absolut, klar. Ja, klar. So, ja, das muss ich erstmal verarbeiten. Das finde ich total klasse. Also ich hatte vorher bei einer anderen Geschichte, wurde auch die Frage gestellt, ja, warum muss man denn jeden Tag auf die Seite gehen? Da sagten sie, ja klar, je mehr Leute auf die Seite gehen, desto höher geht die Seite natürlich auch im Google-Ranking. Ja. So, war ein Argument, das man nachvollziehen muss man nicht. Aber das ist natürlich wesentlich genialer, wenn da irgendeiner draufdrückt und ich sage, ja super, set and forget. Ne? Beste Geschichte. Ja. Ich glaube, dann haben wir eigentlich so die wichtigsten Punkte gerade besprochen. Also nur eine Frage, was ich noch nicht so richtig rausgefunden habe. Ihr redet immer von euren Zielen, ihr redet immer von einer Vision.
für Social Swap. Aber die wurde irgendwie nie so richtig kommuniziert. Also ich sag mal so, es ist natürlich immer schwer, da jetzt eine langfristige Geschichte zu haben, weil sich so schnell auch viel ändert. Für mich die Vision ist ganz klar, stabiles, passives Einkommen auf eine dezentrale Art und Weise für die Leute bereitzustellen, möglich zu machen, ja, um sie einfach frei und unabhängig zu machen. Und wir müssen jetzt nicht davon reden, in deinem Fall, du hast fast 3.000 Dollar monatlich hier. Andere Leute, wenn die 300 Dollar im Monat passiv dazu verdienen würden, das ist schon für die sehr, sehr viel Geld oder 400, 500 Euro im Monat. Ja, das kann einem gerade in der Zeit wie jetzt, wo viele ihre Jobs zum Beispiel verloren haben, in der Krise und so weiter und so fort, enorm helfen. Und ich will einfach dazu beitragen, dass wir mit Social Swap einen Teil in diese Richtung mitliefern können. Und was mir ganz wichtig ist, ja, ich bin ein großer Fan von Krypto und von dieser Unabhängigkeit, die Krypto bietet. Aktuell ist Krypto leider so, dass es als Investment für viele gesehen wird. Also Bitcoin, ja, das digitale Gold, kauf es dir, lass es liegen, mach nichts damit. Das ist für mich keine Revolution, das ist für mich total langweilig, weil dann ändert sich nichts, wenn wir das gleiche alte korrupte Finanzsystem haben wie immer. Wir brauchen eine Krypto-Spending-Economy. Und eine Spending-Economy können wir nur aufbauen, wenn Leute Krypto verdienen. Also wir müssen mehr Möglichkeiten schaffen, dass Menschen Krypto verdienen, dass sie es als Einkommen haben, weil nur dann ist man auch bereit, dieses Einkommen wieder auszugeben. Wenn du investierst, willst du dein Investment ja nicht anfassen. Ja, du willst es liegen lassen und irgendwann mal, hoffentlich ist es mehr, ja, dann kannst du es dann ausgeben, aber in der Zwischenzeit machst du nichts. Und nur wenn wir eine Crypto-Spending-Economy haben, wo die Leute täglich am besten Kryptos verdienen, können wir auch Möglichkeiten finden, dieses Finanzsystem, das wir haben, zu verändern, indem die Leute auf Kryptos umsteigen. Und das werden sie nur dann tun, wenn sie Kryptos verdienen. Ich merke es bei mir, ja, ich verdiene jeden Tag Kryptos mit Social Swap. Man kann das Geld dann nutzen, kauft sich mal hier was, kauft sich mal da was. Es gibt ja ganz viele Seiten, wo man mit Krypto mittlerweile Sachen kaufen kann, Gutscheine kaufen kann. BitRefill zum Beispiel, da kannst du Amazon-Gutscheine kaufen, dein Handy aufladen. Du kannst alles Mögliche machen. Bei Travala kannst du mit Tron zum Beispiel Flüge und Hotels buchen und so weiter und so fort. Und das ist so die Zukunft, die ich mir wünsche, wo ich einfach mit Social Swap ein bisschen was zu beitragen will, eine Spending Economy für Krypto zu schaffen. Und das machen wir, indem wir Leute ins passive Verdienen bringen, einfach damit. Genau. Also, liebe Zuseher, ganz kurz mal auf zwei Sätze gebracht. Also, deine Vision, Dennis, ist es nicht, einen Coin zu kaufen, liegen zu lassen und in 10 Jahren mal was drauf gekommen ist. Das ist so diese André Costolani, unser Börsenguru-Geschichte. Auch nicht verkehrt, ja, aber das ist nur ein Teil der Strategie. Kaufen, Schublade, nach 20 Jahren mal gucken, was daraus geworden ist, sondern tatsächlich ein passives Einkommen aufzubauen. Kennt man in Deutschland bisher nur so, ich kaufe eine vermietete Immobilie, habe ein passives Einkommen aus Mieteinnahmen. Das heißt, das ist die Vision dahinter, was ja auch sehr gut funktioniert, weil Social Swap so stabil ist. Und deswegen bin ich auch völlig bei euch. Ich glaube, ich werde irgendwie nochmal nachkaufen, wenn der Compound Pool kommt. Also 3.000 Dollar sind schon ganz schön, aber es könnte auch noch ein bisschen mehr werden. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, der Punkt, dass man es ausgibt, das Geld auch. Genau, wie gesagt, die Coins sind ja ausgegeben. Wie gesagt, ich habe das schon ein bisschen ausgecashed, habe es auf eine Kreditkarte geladen, bin da bei Amazon shoppen gegangen. Und das ist einfach super genial. So, und wenn es nur 100 Euro, 200 Dollar oder 300 Dollar im Monat oder Euro sind, genau, die man nebenbei so ein bisschen dazu verdienen kann, das ist für und jetzt sprichst du natürlich auch für unsere Lebensweise, ja, ob es jetzt 3.000 sind oder 300, aber 30 Dollar passiv in vielen asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Teilen der Welt können auch schon einen großen Beitrag zum Leben leisten, wenn es 30, 40, 50 Dollar im Monat sind. Und das ist auch möglich hier mit Social Swap, solche kleinen Beträge quasi zu erwirtschaften und hier einfach auch rauszuziehen dann und sein Einkommen zu erhöhen. Auf anderen Blockchains wie Ethereum, wo es 2, 3, 4, 500 Dollar Gebühren kostet, ist das nicht möglich. Und deswegen ist auch für uns die Entscheidung auf Tron gefallen, weil wir auch in diesen Ländern natürlich Leuten einfach diese Möglichkeit bieten möchten, in diesem DeFi-Markt aktiv zu sein, sich selbst was aufzubauen. Und ich glaube hier, dass wir einen Teil dazu beitragen können. Ja, wir brauchen natürlich noch mehr Leute. Wir sind noch relativ jung. Wir haben jetzt keinen großen Hype gehabt wie Shiba Inu oder sonstiges. Ja. Aber wenn wir stetig, stabil und langsam wachsen, bin ich hier echt sehr, sehr bullisch. Ich glaube, also ein langsames Wachstum ist immer besser als ein schnelles Wachstum, weil dann ist die Gefahr größer, dass es auch mal schnell crashen kann. Deswegen langsames, stabiles Wachstum. Habt ihr bewiesen, es funktioniert. Wie gesagt,
Ich habe auf meiner Webseite www.bitcoin-freunde.de auch eine Menge Berichte veröffentlicht. Ich habe auch, gibt ein, zwei Videos mittlerweile zu Social Swap. Ich habe Anleitungen geschrieben zu Social Swap. Wenn ihr das austesten wollt mit 20, 30 Euro oder auch ein bisschen mehr, dürft ihr es gerne tun, kommt auf mich zu. Wie gesagt, www.bitcoin-freunde.de. Ich verlinke auch nochmal die Seite Social Swap, Reddit, Telegram-Gruppen etc., wo ihr euch nochmal schlau machen könnt. Wenn Fragen sind, könnt ihr uns alle anschreiben, ne, in der Gruppe, mich persönlich. Wie gesagt, Dennis, ich würde sagen, das war es soweit. Hast du noch irgendwas zu sagen? Also ich, für mich ist, mein Bauchgefühl ist nach wie vor positiv, nochmal positiver gestimmt. Ich freue mich, was da kommt. Und absolut. Denke, also ich kann es jedem nur raten, wenn ihr neu seid und das noch nicht getestet habt, testet es doch einfach mal mit 100 Euro, mit 50 Euro, um zu gucken, wie es ist, ja, und kommt in diesen Bereich rein. Ja, Decentralized Finance ist die Zukunft. Hier sind neue Ideen am Start, die die Welt verändern werden, wo wir keine Mittelsmänner mehr brauchen. Und ja, das ist etwas, was ich mir wünsche, ja, dass wir hier wirklich unabhängig sind und den Leuten helfen können, unabhängig zu werden vom System. Genau. Vielen Dank, Dennis. Gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. Werden wir irgendwann mal wiederholen. Ich denke dann im neuen Jahr, wenn mal wieder was, wenn Autocompound und vielleicht das neue ein oder andere dann gekommen ist. Ja? Machen wir. Also, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal. Ich habe festgestellt, Interviews kommen immer gut. Dennis, vielen Dank. Liebe Grüße an AK und an die Programmierer. Macht weiter so. Und ja, ich denke, wir werden noch sehr viel Freude haben mit Social Swap, wenn das Ding weiter so läuft wie in den letzten 8 Monaten. Yes. Vielen Dank, Dennis. Mach's gut. Ne? Ciao. Mach's gut, schwenk den Hut. Ne? Genau. Mach's gut. Danke dir. Tschüss.